Ja, wir haben das letzte Spiel von der Hinrunde gesehen. Schon unglücklich, 1-0. Ball auf den Arm von Lukas Aue, einfach. Sonst war es hier eine Flanke von Manuel, genau auf dem Kopf von Theo, der genau aus dem steht, wo er Stürmer stehen muss, hier nicht dort. Und 2-1, also ein Fall über den Mittelfeld, Ballverlust, und nachher ist das leider so gegangen. Es gewonnen oben, aber ein Punkt für jede Mannschaft war von mir das gerechte Resultat gewesen. Schauen wir uns nächste zu gewinnen, dann wird es schon gehen. Ich hoffe, euch gefallen die Videos von FC Obermaß, deswegen gefällt euch auch und den Kanal abonnieren. Danke, bis zum nächsten Mal.